jetzt vielleicht die erste große Chance. Lilly Stoff jetzt mal auf Sarah Strauß, erster Ball und super gehalten. Jetzt vielleicht die erste Chance vom HDRC, Hauke im Kreis, hoher Ball abgewehrt von Nathalie Kubalski. Und jetzt wird er sehr vehement. Kann jetzt mal mit Gas in den Kreis und da ist die erste Ecke für den DRC. Zwei, Hubert läuft auch auf dem Stecher. Ja, Nachschuss vielleicht, Strauß. Wieder gehalten von Rosa Krüger und da ist die nächste. Wieder Scheuten, Gräbe. Gut den Ball zurückerobert. Kann jetzt mal mit Gas in den Kreis. Und da ist die erste Ecke für den DRC. Zwei Minuten vor Ende des ersten Viertels. Gute Umschaltaktion von Elisa Gräbe. Den Fuß. Nächste Ecke. Und da ist die Stechervariante. Oros auf Lisa Nolte. Guter Rückhandstecher. Zentral halb hoch. Und damit steht es 1:0 für den DHC. Da hat sich das Eckentraining ausgezahlt. Guter Ball in den Kreis. Kann nicht verarbeitet werden, direkt vom Tor von der Nummer 20 des HDAC. Strauß startet durch Richtung langer Pfosten. Und der Ball von Hauke. Und Frieden. Ein bisschen zu passiv von seinen Mädels aktuell. Und schon wieder Chance vom HDAC. Und schon wieder Chance vom HTHC. Lange Ecke. Lothar Karte, ja. Selin Oros mit Grün. Wegen. Ja, der HTHC jetzt in Überzahl. Auf klarer Kanal. Guter Agi-Schlag aufs Tor und Knarott. Im Kreis. Oh, Riesenchance. HTHC hier an 8. Hauke. Schlenzball Sänger, abgelaufen von Schoffelsmar, Nachschuss. Wieder Schwabe, gute Kombination. Ja, Ball soll Richtung langer Fuß auf Spring. Hessler links mit der Flanke in den Kreis. Gut davor gekommen von Gräbe. Aber konnte. Ja, mit der Agi am langen Pfosten vorbei. Ein bisschen dauert, ein bisschen zu lang. Kanal und das ist. Variante auf den Reingeber. Und das wird abgepfiffen. So, ich wage mal die Prognose, in dem Viertel fällt noch ein Tor. Schubert legt ab auf Schwabe. Wieder mit der AG gut gehalten von Rosa Krüger. Marlene Müller mal deckt durch. Lothar verpasst knapp. Ball rüber und Maike Schaunig verpasst. Das wäre ihr erstes Tor für den DHC gewesen. Schwabe hätte da frei. Klar. Langer Ball auf Strauß, sauber. Schwabe nimmt Gräbe mit. Schaunig ist auch noch dabei außen. Könnte wieder in die Mitte spielen. Guter Doppelpass. Gräbe, langer Pfosten, Schwabe und da ist das 2:0. Stark ausgespielter Konter vom DHC. Konsequent zu Ende gespielt und 2:0 für die Gastgeberin Sophia Schwabe mit dem 2:0. Und jetzt bin ich mal gespannt, was der HTC hier. Kann ich jetzt nicht genau nachempfinden, aber gute Chance für Sophia. Guter Weg.
Versucht da die Ecke zu kriegen, nur eine lange. Halbzeit von Fenja Poppe abgelaufen, gut weiter geblockt von Selin Oros, schön durchgesteckt von Krewe auf Nolte. Sarah Strauß ist dabei und da ist das 3:0. Das ist die Entscheidung, 3:0, 2,5 Minuten vor Ende, schöner Konter über Lisa Nolte und Sarah Strauß, vollendet dann zum 3:0. Ja, die beiden Verantwortlichen für das Spiel, den strahlenden Sieger Nikolai Sussburger und Paul Polk, so ein bisschen, hast du das erwartet, das 0-4? Das 0-4? Nee, wäre es doch nicht zur Niederlage, ja. Auf jeden Fall nicht. Ich finde, die Mädels haben es gut gemacht bei uns eigentlich. Hatten auch in der ersten Halbzeit die Chance, früh in Führung zu gehen, theoretisch. Aber, mein Gott, gegen Düsseldorf, wenn du zu viele Fehler machst, dann regnet es noch rein. Ja. Das kann schon mal vorkommen. Gegen wen spielt ihr morgen? Gegen Schöpfer-Affelberg. Da könnte ein Sieg drin sein, oder? Hätte auch heute sein können. Also fest, wie gesagt, fest nicht zur Niederlage her, aber morgen liegen wir natürlich auf 3 Punkte. Na, heute mit dem Sieg, das wäre ein bisschen optimistisch gewesen. Aber trotzdem, vielen Dank, Paul. Ich auch. Nico, ich sehe, du strahlst wieder über alle Backen. Du bist glücklich, glaube ich. Aber du musst den HTRC-Lern schon zusprechen. Die haben eine sehr gute Mannschaft und die fahren, glaube ich, auch hierhin, um einen Sieg zu holen. Und ich finde, das ist immer eine sehr schwierige Aufgabe, die wir zu bewältigen haben. Und jetzt im letzten Viertel haben wir es Gott sei Dank souverän gelöst. Ja, das hat eine Weile gedauert, aber trotzdem war es überwiegend ein gutes Spiel deiner Mannschaft. Ich habe die lange nicht so gut gesehen. Die sind insgesamt sehr gut und ich hoffe, wir haben aber trotzdem auch noch Steigerungspotenzial. Ich finde, wir haben in der ersten Halbzeit zu wenig Spielkontrolle. Das wollen wir jetzt morgen und die nächsten Spiele besser hinbekommen. Aber da sehen wir auch positiv entgegen. Ja, das erwarte ich von dir, denn ich habe festgestellt, also du und dein Kollege Marc Spieker, ihr macht eine ganz tolle Arbeit, dafür ist euch zu danken. Und ich hoffe, dass das so weitergeht und wir den Titel verteidigen können und der wieder in Hannover in Düsseldorf landet. In Hannover bitte nicht. Aber wir unterhalten uns darüber. Nichts gegen meine Heimat. Vielen Dank, Nico. Kann keiner was dafür.